Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Ranch Simulator. Wir haben in der letzten Folge unsere Garage ausgebaut und haben auch dieses Verbindungsstück hier gebaut. Und das möchten wir heute noch zu Ende führen und danach vielleicht das ein oder andere Auto noch dazu holen oder vielleicht die Konstruktion für die Anhänger bauen. Das müssen wir dann mal sehen, wie ich das am besten mache. Und wenn euch gefällt, was ich tue, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen Kanal, würde mich sehr freuen und die Glocke nicht vergessen, da bekommt ihr mit, wenn ich ein neues Video hochlade. Und seid immer auf dem neuesten Stand. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr mir Tipps geben wollt, was die Steuerung von Ranch Sim angeht, da bin ich ja teilweise noch etwas unbeholfen oder vielleicht ist die Steuerung auch einfach nicht besonders intuitiv. Das kann alles beides sein. Schreibt mir gerne einen Kommentar und ich werde dann auch versuchen, den hier in der Folge vorzulesen. So er mir denn eben weiterhilft oder wenn ich denke, okay, der ist wirklich sehr hilfreich, der Kommentar. Genau. So. Das, ja, kann ich aber mitnehmen. Klein Vieh macht auch Mist. Hier wird es dann jetzt auch schon wieder dunkel. Und vielleicht kann ich ja das hier mal von außen soweit noch machen. Ja, das geht. So, ich wollte dann auch noch eigentlich eine andere Wand herstellen. Ich wollte nämlich eigentlich noch hier oben. Ja, hier. Aber das bringt mir ja nichts eigentlich. Also was bringt es mir hier ein Fenster zu haben? Dann würde er hier ein Fenster Sinn ergeben. Oder hier und hier. Pass auf, das machen wir so. Ach, dann, nee. Ich lasse es jetzt so, es kommt mir wieder nur die komplette Dachkonstruktion entgegen. Wenn ich irgendwann wieder mehr Lust darauf habe, dann kann ich das immer noch so weit ummodeln. Aber erstmal, glaube ich, möchte ich das so lassen. So, dann, das machen wir später. So, das würde ich ganz gerne noch schnell fertig machen, wenn ich dann noch genug Farbe habe. Passt. Okay, dann haben wir das schon mal fertig. Und dann könnte ich jetzt noch mal eben schnell gucken. Oh, noch eine Einheit Farbe habe ich hier drin. Damit komme ich wahrscheinlich nicht mehr weit. So. Das noch. Und ansonsten müsste ich, glaube ich, alles von hier machen können. Die Tür. Wie schön, dass hier noch Farbe ist. Aber sonst, glaube ich, war es das auch schon. Ja, nee, hier habe ich noch was vergessen. So. Das kann dann auch soweit nochmal weg. Und ich glaube, das Schwarz habe ich ganz außer Acht gelassen, ne, oder? Habe ich das mitgebracht? Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Probieren wir es mal. Ja, sieht gut aus. So, jetzt muss ich allerdings dann, um auf die andere Seite zu kommen, muss ich wieder. Ja, okay. Mach ich morgen. Mach ich morgen. Im Hellen lässt sich's doch wesentlich besser arbeiten. So, und ich glaube, da muss ich jetzt auch bald schon mal wieder mich um die Tiere kümmern. Zumindest mal jetzt allmählich die Tröge nochmal füllen. Ich werde jetzt erstmal
alle Tröge füllen, bevor ich wieder weiter an der Garage arbeite. Aber es sieht doch schon mal von hier aus ganz imposant aus. Das, glaube ich, kann man schon so sagen. Dann einmal hier vorne hin. So, ich hoffe, der Trog füllt sich auch automatisch. Hier sind die Kühe zumindest noch lebendig. Das sieht gut aus. Und dann folgt als nächstes noch den hier. Den habe ich aber schon gemacht vorhin. Ja, trotzdem schon sehr viel raus. So. Und dann müsste ich eigentlich nochmal zur Windmühle fahren. Weil die habe ich, glaube ich, gerade vergessen und ich weiß nicht, ob die noch genug Wasser haben. So. Dann hätten wir da schon mal das Schlimmste abgewendet. Und dann machen wir jetzt nochmal eben ganz kurz die Garage fertig. Hier könnten wir eigentlich schon mal wieder den LKW unterstellen. So. Ja, der bleibt trocken. Und jetzt, was wollte ich jetzt? Ich wollte malen. Dafür brauche ich aber die Treppe. Genau. Kurzzeitig einen den Faden verloren. So, dann wie mache ich das am dümmsten? Vielleicht so. Ja, wenn ich jetzt noch den Farbeimer mitnehme, dann bin ich Pro. Dann bin ich Pro-Gamer. Ja. Muss ich gleich noch einen neuen Eimer holen, denn der hält nicht mehr lange. Ups. Nein. Oh Gott. Das Spiel hasst mich. Der ist aber noch voll. Jetzt kannst du mich nicht mehr ärgern. So. Passt doch. Passt doch. So, was man jetzt hier so alles hinstellt, weiß ich im Grunde genommen nicht. Also keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich hier ganz viel hinstellen kann, dass ich hier meine kleine Bienenecke habe und was man hier noch so macht. Uff. Vielleicht ein paar Sonnenliegen, ne? Wenn man als Bauer mal nichts zu tun hat. Kommt bestimmt ganz oft vor. So im Winter, wenn keine Sonne da ist. Macht eine Sonnenliege total Sinn. So, dann glaube ich, ist das Thema hier durch. Ich finde, das kann sich durchaus sehen lassen. Dann. Ah, da sehe ich noch was. Da sehe ich noch was. So, und ich würde ganz gerne hier noch den hier färben. Ich weiß halt gerade nicht. Ich kann das mal probieren.
Aber wenn ich das jetzt mache, dann bin ich mir unsicher, ob ich dann auch die obere Seite färbe. Gemäß Spiellogik eigentlich nicht. Ja, ich muss mir generell noch was überlegen, weil das finde ich irgendwie auch so ein bisschen kahl. Weiß nicht, ob ich hier die Wände irgendwie weiß mache und den Boden zumindest mal ein bisschen dunkler. Ein bisschen holzfarbener. Aber da bin ich mir noch unsicher. So, dann einmal hier noch. Das ist mir noch durch die Lappen gegangen, aber ansonsten glaube ich. Ach komm, weißt du was? Ich probiere es. Ja, man sieht es schon, aber es bleibt trotzdem halt ein schmaler Rahmen da. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Aber naja, das ist, wie sagt man so schön, jammern auf hohem Niveau. Ja, also wenn ich jetzt hier diese kleine Ecke noch färbe, dann da oben ist auch noch was. Wie sieht sonst so die Hinterseite aus? Ah hier, die habe ich sogar. Habe ich sogar auch blau gemacht. Okay, ja cool. Gut. Dann haben wir es doch. Dann sieht das doch schon mal gut aus. Und dann können wir doch eigentlich schon mal weiter planen. So. Steht jetzt natürlich der Anhänger im Weg. So, hier kommt auch noch mal eine. Hier kommt die Durchfahrt hin und dann kommt hier eben die Tankstation für den Anhänger hin. Also der Überdachung für den Anhänger vielmehr. So. Und ich glaube, ich würde das dann auch hier so weiter fortführen und dass dann jeder Anhänger, Moment, das, der ist weg, dass jeder Anhänger also dann sein eigenes Tor bekommt, aber dass dann ein zusammenhängendes Gebäude ist. Ich bin mir ehrlich gesagt auch gerade nicht sicher, wie viele es überhaupt gibt, wie viele Anhängerarten und wie viele davon wir denn eigentlich aufnehmen können, also durch dieses Tor bekommen. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Es gibt ja auch den Viehanhänger, ob der so klein ist, dass er hier durchpasst. Das weiß ich nicht. So. Und ja, genau. Ich würde das aber nichtsdestotrotz schon mal ganz gerne ausprobieren. Und zwar würde ich da wieder hier ein abreißen und da ein abreißen und dann die beiden schon mal setzen. So.
machen wir es erstmal so. Wenn wir mehr haben sollten, dann kann man es hier immer noch. Ja, das war relativ sinnbefreit. So, sollten wir mehr Anhänger haben, kann man hier immer noch dran setzen. So. Glaube, den Anhänger habe ich jetzt noch nicht abgekuppelt. So sieht's aus. Dann nehmen wir doch jetzt einmal den hier. Schauen wir, ob das. Ja, sieht gut aus. Perfekt. So. Dann einmal die restlichen Fundamente. So. Und so schnell schwindet dann auch schon wieder das Holz. So, das wäre dann jetzt auch schon mal gebaut. Ja, als nächstes färben wir das Fundament dann schon mal ein, obwohl eigentlich können wir das später machen, weil wir kommen ja immer wieder dran. Das bedeutet, dann bauen wir erstmal hoch. Hier würde ich, ja, wie mache ich das am cleversten? Ich glaube, hier würde ich keine Türen machen wollen. Ich würde nur hier eine Fenster reinpacken wollen. Zumal ich mir auch noch nicht sicher bin, ob das nach vorne und nach hinten hin wirklich geschlossen sein kann. So, das sind die Außenwände. Gleiche machen wir hier auf der Seite auch nochmal. So. Und die Fenster. Gut. So. Die erste Frage, die ich mir gleich stellen werde, ist, passt das überhaupt von der Breite her? Und um das zu beantworten, machen wir jetzt einfach mal ein Experiment. Aber denn die Rampe? Da war doch die Rampe. So, Rampe Nummer 1. Rampe Nummer 2. Und dann. Brauchen wir noch den Türrahmen.
Passt. Jetzt aber. So. Und jetzt. Das können wir auch jetzt einfach nochmal abreißen hier. Die Verbindung wird gleich sowieso hergestellt. Aber hier muss es tatsächlich offen sein. Das habe ich jetzt nicht bedacht, weil hier wird ja getankt. Das heißt, hier muss tatsächlich offen sein. Und ich weiß nicht, ob hier sogar offen sein muss. Da bin ich mir jetzt unsicher. Das wird ja nachher hier so überdacht und dann dürfte das funktionieren. So, die Frage ist, komme ich damit so einem breiten Anhänger überhaupt durch? Und das beantworte ich mir mit dem, mit dieser Auto hier. Frisch vollgetankt. Und dann nehme ich mir nämlich mal diesen Anhänger hier mit. Sieht nämlich schon schwierig aus, muss ich ehrlich gestehen. Aber wir schauen mal. Vielleicht ja doch. Da muss ich aber erstmal gucken, dass ich überhaupt hochkomme. Ja, genau. So, alles, was im Weg steht, wird wegradiert. Du stehst natürlich dann auch im Weg. So. Das klappt tatsächlich, aber ihr seht's, aber auch nicht wirklich gut. Also nee, das funktioniert sogar noch viel schlechter, als ich mir doch mir, als ich mir erhofft habe. Ja. Physik hier auch, ne? Also das muss weiterrollen. Ja, nee, dann funktioniert das ja gar nicht. Also es käme eigentlich durch. Aber. Nee, käme's nicht. Käme's nicht, nein. Also der ist zu breit. Ah, pass auf, das machen wir anders. Ja, dann ist natürlich auch die Frage, inwiefern gibt diese Konstruktion überhaupt Sinn? Es sei denn, es sei denn, man macht das hier wieder weg und macht hier noch eine zweite Rampe hin. So, dann würde das bestimmt funktionieren. Ich setze jetzt erstmal hier wieder runter. Also das funktioniert hier mal wunderbar.
So, dann muss ich mal gucken, dass ich hier irgendwie besser aufsetzen kann. Ja. Also das müsste dann hier offen bleiben. Das ist, denke ich, klar. Wo ist denn der? Ist das hier der LKW? Das müsste der LKW sein, ne? Ja, das ist er. So. Also hier so ein Teil. Und dann dürfte das funktionieren. Hier irgendwie einen Bogen geschlagen kriegen. Ich glaube eher nicht. Also das muss eigentlich alles weg. Das ganze Kleinholz hier. So. Also, das funktioniert besser. So lasse ich es dann auch. Und auch diese Konstruktion gefällt mir unfassbar viel besser. Also, so soll es dann bleiben. Aber wie gesagt, das hat dann eben mal die Einschränkung, dass hier. Ja gut, jetzt habe ich ja natürlich das Problem. Eigentlich wäre das unsinnig gewesen. Pass auf, dann machen wir das jetzt mal anders. Dann muss ich den nochmal holen, denn eigentlich soll da ja was anderes hin. Können wir auch mal den Prozess prüfen, wie er ist, wenn ich so ein Ding ankuppeln will. Ja, geht. Ist nicht die schönste aller Varianten, aber geht. Ja, es geht. Hätte ein bisschen mehr Platz gebraucht, aber man könnte ja eigentlich überlegen, ob man den Anhänger nicht ganz nach hinten stellt. Und da kommt ja noch eigentlich fast nichts mehr. Ups. Ups. So, das muss ich gerade mal überlegen. Man merkt, ich habe keinen Anhängerführerschein im echten Leben. Aber lassen wir es jetzt für erstmal so. Okay, dann gehen wir erstmal zurück zum Haus und warten wir auf den nächsten Tag. Aber ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, das funktioniert. Müssen wir jetzt noch ein bisschen warten, bis wir dann den nächsten Tag haben. Ja, also wie gesagt, wenn wir den großen, langen Anhänger, wenn wir den hier eher vorne hinpacken, dann dürfte das funktionieren, weil da ist dann kein Gehege gegenüber und dann funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Hoffe ich, hoffe ich.
Da, wo wir ihn gerade eben hingestellt haben, da kommt ja eigentlich dann der Tankanhänger hin. Und das dürfte dann eigentlich auch funktionieren. Jetzt bin ich etwas früh im Haus gelandet. Aber gut, so ist es halt nun mal. Sind hier nur noch 2 Minuten. So, jetzt aber. Wir müssen uns ums Gewächshaus kümmern. Ich habe jetzt vor lauter Bauen vergessen, mich um die ganzen anderen Sachen zu kümmern. Ist, glaube ich, jetzt nicht so tragisch. Vor allen Dingen, was die Schweine und die Rinder und die Hühner angeht, glaube ich, das Gewächshaus, das moppert halt immer schon mal schnell. So, die Frage ist ja auch, ja, hier ist zum Beispiel wieder direkt alles verdorben, ne? Aber zumindest alles gewässert. Also ich glaube, dass er das dann so macht. Ja gut, hier braucht man gar nichts mehr einzusammeln, aber hier können wir noch ganz viel einsammeln. Das Ding ist voll. Ja, und hier ist auch wieder alles. Hier funktioniert es wieder nicht. Okay. Müssen wir verbessern, müssen wir verbessern. Aber halt mit dem Dünger müssen wir auch nochmal schauen. Wahrscheinlich alle 2 Tage. Ja, müssen wir das eigentlich machen. Aber jetzt gerade, glaube ich, brauchen wir das zumindest hier nicht zu machen. Ich könnte das noch hier machen bei den Tomaten, die funktionieren. So, auch hier ist verdorben. So, können wir hier auch wieder alles wegmachen. Ich werde das nochmal neu bepflanzen, sobald ich fertig bin mit Bauen, weil ich vermute, dass ich dann wieder alles zerstören werde. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und ja, sobald ich dann auch die ganzen Sprinkler habe, werde ich dann auch mich wieder intensiver ums Gewächshaus kümmern. Aber cool, dass ich jetzt erstmal weiß, wie es geht. So, ich glaube, wir können dann jetzt das Auto endgültig wieder zurückstellen. Obwohl, wir lassen es erstmal in der Nähe vom Anhänger. By the way. Achso, den haben wir eben zurückgefahren. Dann können wir, glaube ich, doch das jetzt erstmal wieder in die Garage stellen. Gut. Okay, dann können wir wieder weiter bauen. Ich würde sagen, wir reißen diese Rampe und auf der anderen Seite die Rampe einmal ab. So. Das können wir so machen. Und dann könnten wir jetzt zumindest mal. Ja. Können wir jetzt zumindest schon mal diesen Anhänger hier draufsetzen? Ja, das passt auch gerade so. Ich hoffe, dass das funktioniert. Bei ihm müssen wir halt andersrum tanken. Ich muss mal gucken, wie es bei den anderen ist, bei den anderen Fahrzeugen. Weil nicht, dass er dann sagt, wir brauchen, die Reichweite ist zu hoch. Das könnte halt sehr leicht passieren. So.
Ja. Also eigentlich würde es dann jetzt für den Moment ausreichen, wenn wir hier noch zwei Rampen hinsetzen. Also letztendlich wird ja durchgehend hier eine Rampe gesetzt werden. Wenn wir dann nachher noch ein paar Anhänger dazu holen, dann brauchen wir das. Ich weiß jetzt nicht, wie viele kommen, aber ich würde es jetzt auch erstmal nicht übertreiben wollen. Wir machen es erstmal so. Das sind jetzt erstmal nur für die Anhänger, die wir haben. Und wenn mehr dazu kommen, dann kommen mehr dazu. Und dann kann man das ja immer noch mal umbauen. So. Und dann einmal noch hier zwei Rampen. So. Gut, hätte man jetzt auch. Naja, ist egal. Ist egal. Gut. So. Ja, das Gebäude wird halt nicht das Schönste. Aber mir geht es halt einfach darum, alles so ein bisschen geordneter zu haben, alles so ein bisschen aufgeräumter zu haben. Und ich glaube, dass das mit so einem Gebäude extra dann für die Anhänger ein bisschen besser ist als das, was wir jetzt haben. Nämlich dieses heruntergekommene Gebäude, was ja eigentlich, sagen wir mal, wie es ist. Es ist reif für den Abriss. So. Und das wird auch bei Zeiten passieren. Ja, hier kann ich zum Beispiel jetzt nichts mehr bauen. Ja, hier ist dann schon wieder Ende. Ja, was bleibt mir anders übrig, ne? Dann muss ich dann wohl eine Zwischenwand ziehen. Ja, versuchen wir es mal. Versuchen wir es mal so. Das ergibt so keinen Sinn. So, dann haben wir es zumindest mal überdacht. So, und da muss ich halt auch mal gucken, ob das hier ausreichen würde. Das ist dann halt alles so eine Abstimmungssache. Ob das ausreichen würde, wenn wir da einfach nur noch eine Tür reinsetzen hier an die Seite, ob das dann auch funktioniert mit dem Zapfhahn oder mit, ja, mit der Zapfsäule. Das muss ich dann nochmal eben entsprechend rausfinden. Aber fürs Erste, glaube ich, sieht das schon mal ganz gut aus. Und im Grunde genommen war mir auch klar, irgendwo, dass das in gewisser Weise offen bleiben muss. Also jetzt für so einen Anhänger, glaube ich, funktioniert das noch, auch wenn das hier schon ja, ein bisschen grenzwertig sein könnte. Aber ja, man kann ja überlegen, ob man es noch teilweise schließt und dann hier irgendwie
Das wäre vielleicht noch eine Überlegung wert, ne? Ob man hier die Anhänger nicht so irgendwie hingebaut bekommt, dass man das schließen kann und dann ist halt nur dieser abgetrennte Bereich hier zu. Muss man sehen. Aber ich wäre jetzt auch nicht böse drum, wenn es dann so ist. Und irgendwann fängt mir dann bestimmt noch was ein, wie wir das hübscher machen können. So. Falls ihr eine Idee habt, sagt ruhig, haut ruhig mal raus in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Und ja, wenn es mir gefällt, dann warum nicht auch mal auch eine Idee von euch aufgreifen? Das, denke ich, ist durchaus legitim. Und dann könnten wir jetzt schon mal den einen Anhänger umsetzen, umparken. Und dann kommen wir dem Abriss dieses Gebäudes schon mal ein kleines Stückchen näher. Ja, ich muss hier auf jeden Fall gucken, dass diese Bäume hier wegkommen. Das nervt. So. So. Das wär's dann. So sieht es dann momentan aus. Und dann haben wir hier den Anhänger drin. Da vorne kommen dann auch mal zwei Anhänger rein. Und hier muss ich dann schauen. Also mein Wunsch wäre es ja durchaus, dann hier nochmal sagen zu können, man macht hier nochmal hier so eine Wand rein, damit es ein bisschen geschlossener ist. Oder man könnte ja auch sagen, können wir durchaus mal ausprobieren. Lass mich doch mal hier das zumachen. So, ich weiß eh, dass ich andersrum einparken muss. So, gucken wir doch mal, ob das hier funktioniert oder nicht. So. Versuch macht klug. Dann brauchen wir noch die Treppe. Habe ich die hier irgendwo? Ja, da ist sie doch. Das funktioniert. Das funktioniert. Ja gut, das würde man wahrscheinlich dann eher so machen. Und dann würde man weiterfahren. Genau. Gut, dann machen wir noch eine letzte Kleinigkeit, damit wir auch da schon mal den entscheidenden Schritt weiter sind. Man will ja nicht im Nassen tanken, das wäre ja furchtbar. Und dann machen wir das doch schon mal so.
Und ja, das sieht doch. Ich finde, so kann es bleiben. Und dann können wir den hier auch schon mal wieder wegfahren. Wird natürlich alles noch eingefärbt in den entsprechenden Farben, logischerweise. So, hier ist soweit überdacht, da auch, alles gut. Das Ganze hiermit auch nochmal versuchen. Wobei ich eigentlich glaube, wenn es beim LKW passt, dann passt es hier auch. Aber ja. Sehr schön. Sehr schön. Upsi. Ja, und ich warte ja immer noch sehnsüchtig darauf, dass man dieses Zelt abreißen kann, weil es einfach unnütz ist. Also man hat ja das Haus. Und ich verstehe, dass man sagt beim ersten Mal, okay, man kann es nicht abreißen, aber sobald man doch ein Haus hat, muss man doch eigentlich sagen können, okay, ich kann es abreißen. Okay. Gut, ich würde sagen. Dann sind wir fürs Erste hier fertig und ich finde, das sieht großartig aus. Einiges geschafft heute, würde ich sagen. Und dann können wir uns ab der nächsten Folge dann nochmal um den Alltag hier kümmern. Was sagt denn mein Budget? 13.000. Und ja, ich würde dann auch in der nächsten Folge ja, damit beginnen, neue Fahrzeuge dazu zu holen, denn ja, das ist im Moment ja, glaube ich, dann eine gute Sache, dass wir jetzt erstmal genug haben, um ein paar Autos zu kaufen, so wie sie dann brauchen. Und dann haben wir zumindest schon mal die Garagen gefüllt. Okay, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, Glocke betätigen, ihr kennt das Prozedere. Lasst mir gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat oder wenn ihr Tipps habt, gerne reinschreiben. Da ist alles willkommen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.